Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute mit den Jungs von Athletitude am Start. Sie sind die Fachmänner für das Gymtraining für Fußballer. Darum arbeiten wir auch mit ihnen zusammen. Da sind wir richtig froh. Und heute stelle ich Ihnen eine Frage, und zwar: Was sind die drei besten Gymübungen für Fußballer? Wahrscheinlich ist es eine schwierige Frage und man kann nicht genau sagen, was sind genau die drei besten, aber heute müsst ihr euch für drei entscheiden. Ja, ich würde sagen, so aus dem Bauch heraus, wir beschränken uns auf Grundübungen, also Ganzkörperübungen mehr oder weniger. Das heißt, wo auch viele sekundäre Muskeln mitarbeiten und vor allem auch Unterkörper betont für Fußballer. Darum würde ich sagen, zuerst einmal Trap Bar Deadlifts, Kreuzheben, das ist eine super Gesamtkörperübung, wo man ein bisschen alles beteiligt hat. Dann speziell für die hinteren Oberschenkelmuskeln, wo die Fußballer immer viel Probleme haben, machen wir rumänisches Kreuzheben und zum Schluss auch wieder eine gute Beinübung des Bulgarian Split Squats. Klingt schon mal nice. Bin ich gespannt. Was meinst du? Ja, sind wir gespannt. Und ich würde sagen, legen wir los mit der Übung. Vollgas. Let's go. Erste Übung, Trap Bar Deadlift, oder? Ist das genau, richtig? Genau. Und ja, zeig doch mal, wie das Ganze geht. Also du stehst mal rein. So ein bisschen kenne ich mich schon aus, aber ich lasse mich da einfach korrigieren von den Profis. Es ist einfacher als die normalen Deadlifts. Deshalb mögen wir diese Übung auch sehr. Es ist relativ einfach zu lernen. Viel einfacher als mit der Langhantel. Okay. Das heißt, du greifst so die Stange, gerade Rücken. Genau, sieht gut aus. Und jetzt nach oben, sieht ganz gut aus. Wie breit man steht, ist individuell. Manche Leute haben gerne die Füße einfach nach vorne. Andere drehen die Füße ein bisschen nach außen. Okay, aber wirklich individuell? Ja, es ist individuell, auch wie breit du stehst. Manche Leute stehen hüftbreit, manche ein bisschen breiter. Genau. Und so meinst du, passt alles? Ja. Vielleicht der rechte Fuß ist ein bisschen mehr nach außen gedreht. Genau. Stimmt. Gut. Ja, sieht gut aus. Wir mögen diese Übung, also wir machen sie relativ schwer, sodass man 5 bis 10 Wiederholungen macht und nicht unbedingt mehr. So 5 bis 10 Wiederholungen ist ein guter Bereich. Vor allem für Anfänger, um Muskeln aufzubauen, aber auch gleichzeitig um stärker zu werden. Top, top. Nee, ist eine geile Übung. Habe ich auch öfters eingebaut. Da war ich schon auf dem richtigen Weg, würde ich mal sagen. Sehr zu empfehlen. Top. Ja Leute, nächste Übung. Welche machen wir? Bulgarian Split Squats. Das ist eine unilaterale Übung, das heißt ein Bein, vor allem ein Bein arbeitet und nicht beide gleichzeitig wie bei einem normalen Squat. Das ist auch wichtig für Athleten, dass man nicht nur die ganze Zeit nur diese Bewegung macht in dieser Ebene, sondern auch unilateral. Das heißt, du siehst, er geht gerade nach unten, wieder gerade nach oben. Gerade nach unten und nicht so zurück. Sondern gerade nach unten und gerade nach oben. Normalerweise machen wir es so, dass wir die Kurzhantel in der linken Hand halten, wenn wir das rechte Bein trainieren und umgekehrt. Genau. Das ist eine gute. Auch eine gute Übung für die Gesäßmuskeln, aber auch für die vorderen Oberschenkel, da er ja die Knie beugt und wieder streckt. Genau. Die Ausführung ist nicht super einfach, aber die Übung ist sehr, sehr effizient, sehr gut. Wie viele Wiederholungen? Wiederholungen machen wir meistens so im Bereich 8 bis 15. 8 bis 15 Wiederholungen. Das heißt, normalerweise steigen wir das Gewicht, wenn wir 15 Wiederholungen erreichen, steigen wir das Gewicht um 2,5 Kilo. Ja Leute, das war die zweite Übung. Bulgarian Split Squat. Und ja, jetzt schauen wir, was aus die nächste Übung kommt, die dritte. Und die zeigt euch Nick wieder vor. Vamos. Dritte Übung. Wie heißt diese Übung? Rumänisches Kreuzheben, Romanian Deadlift auf Englisch. Okay. Das heißt, es ist eine gute Übung für die Hamstrings, die hintere Oberschenkelmuskulatur, aber auch für die Gesäßmuskeln. Dann versuchen wir mal.
habe die schon sehr lange nicht mehr gemacht. Da kannst du mich bestimmt korrigieren. Wie weit soll ich da etwa greifen? So? Ich würde eher eingreifen, das heißt etwa hüftbreit stehen und dann sozusagen die Hände sind gerade außerhalb von den Knien. Okay, irgendwo. Das heißt relativ eng. So in ja, Ebene. Vielleicht sogar noch ein bisschen enger. Ja. So. Wenn du das Gewicht heraushebst, geh nah an die Stange. Normalerweise gehst du es. Ah, nicht zurück. Ja. So. Und jetzt. Genau, versuche die Stange noch näher am Körper zu führen. Nur Hüfte zurück, soweit wie es geht. Genau. Sieht gut aus, vielleicht die Stange noch ein bisschen näher. Ja, genau. Sieht gut aus. Die Stange sollte mehr oder weniger über der Mitte vom ganzen Fuß bleiben. Das heißt nicht Zehenspitze, sondern Mitte vom ganzen Fuß. Hüfte nach hinten. Genau. Und du machst das sehr gut. Der Brustkorb ist genau in Linie mit dem Becken. Und Halswirbelsäule ist auch relativ neutral. Ein bisschen schaust du nach oben, das ist okay. Auch hier, wir machen hier normalerweise mindestens 5 Wiederholungen, 5 bis 10. Falls der Athlet 10 Wiederholungen schafft, dann erhöhen wir das Gewicht um 2,5 Kilos. Weil die Hamstrings, die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskeln können viel Kraft erzeugen. Deshalb mögen wir eher weniger Wiederholungen und ein bisschen mehr Gewicht. Okay, top. Ist auch gut gegen Verletzungen. Also ja, also Hamstrings zu stärken. Hamstrings stärken ist ja eine gute, sicher etwas Gutes, um Verletzungen vorzubeugen. Aha. Oder das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Okay. Nee, das sehe ich auch als ganz wichtige Übung an. Es gibt doch sehr viele Spieler mit Hamstrings-Verletzungen. Ja. Man muss einfach aufpassen, wann man diese Übung macht. Ich würde sie nicht einen Tag vor dem Training machen oder einen Tag vor dem Match. Eher einen Tag, bevor man einen Ruhetag hat. Okay. Weil es ist mega intensiv. Ja, nach wegen dem Stretch hast du noch mal mehr Belastung, oder? Ja, genau. Ja. Na, top. Also die muss ich auch mal wieder einbauen. Die spüre ich extrem. Danke für die Übung. Weil sie so intensiv ist, beginnen wir normalerweise nur mit einem Satz. Und okay, vielleicht sogar. Dann sogar nur zwei Sätze sind schon genug für die meisten Leute. Okay, also wenn ihr damit beginnt, erstmal mit einem Satz starten und dann könnt ihr immer noch mit der Zeit steigern. Genau. Super, also Leute, ich habe da 3 Übungen. Die besten Übungen, sagen wir mal, für Fußballer im Gym, wenn wir 3 auswählen müssen und wir nur die 3 machen könnten. Danke für die Demonstration. Ich glaube, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch bei euch auf Instagram direkt schreiben, denke ich mal. Ja. Und genau unten in der Videobeschreibung steht das Ganze. Ja Leute, die 3 Übungen sind jetzt durch. Ich hoffe, dass die Gyms wieder offen sind überall, dann kann man die auch wirklich ausprobieren. Das sind geile Übungen, Top-Übungen, danke. Eine Frage habe ich aber noch, und zwar geht es oft auch beim Thema Krafttraining und Fußballer darum, dass viele denken, dass das Krafttraining generell schädlich wäre oder die Spieler langsamer macht. Das hören wir auch immer wieder. Ich sage ganz klar, es ist nicht der Fall, aber ich bin nicht der größte Experte in diesem Bereich. Darum gibt es noch Leute, die besser sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Vielleicht kannst du ein bisschen etwas dazu sagen. Sehr gerne. Natürlich, die Trainer, vor allem die Oldschool eingestellt sind, hören es oft nicht gerne, wenn die Spieler sagen, ja, ich kann nicht leben, weil es geht, ich gehe pumpen. Für die Trainer ist es immer so pumpen. Es ist einfach so eine Art ohne Plan zu trainieren, die Regeneration aufs Spiel zu setzen. Und das ist ein Problem. Das heißt, Krafttraining hat super Effekte, auch für den Fußballer. Ich meine, eine gute Kraftbasis ist natürlich auch gut für einen guten Sprint, einen schnellen Sprint, eine Geschwindigkeit zu verbessern. Natürlich Robustheit oder auch die Verletzungsgefahr zu minimieren. Natürlich muss man dann noch einen Plan trainieren. Und das, natürlich macht das da Sinn, dass man vielleicht ein bisschen Assistenz zur Hilfe nimmt. Natürlich auch, man hat gesehen, auch du und Can, ihr habt da ein bisschen Erfahrung mit Krafttraining. Aber auch bei euch kann man noch ein, zwei Details noch verbessern. Aber ich würde sagen, insgesamt, wenn man das gut plant und genug Regeneration einplant,
Krafttraining, der Fußballer oder andere Sportler können nur profitieren davon. Okay, na dann, also ich würde sagen, gewusst wie, es ist wichtig, dass man eine saubere Ausführung hat, die richtigen Übungen wählt. Das heißt, mit den Jungs seid ihr da bestens aufgehoben. Schaut unbedingt bei ihnen auch mal vorbei. Und wir machen auch noch zusammen etwas im Trainingsplan. Das ist eine geile Kooperation. Von dem her, Leute, bleibt dran. Und da, gebt Gas. Wenn ich noch kurz darf, natürlich gibt es keine Alter-Untergrenze. Also man kann da wirklich aus dem jungen Alter schon anfangen, Krafttraining zu machen. Dabei ist wichtig, dass man eine saubere Übungsausführung hat. Väter oder Trainer kommen immer, nein, man darf erst ab 16 mit Gewichten trainieren. Stimmt nicht, weil wenn man Fußball, also wenn man sich einen Fußball anschaut, der noch viel schlimmer unnatürliche Bewegungen, wo es Impact auf die Gelenke gibt, auf die passiven Strukturen. Auch man schickt seine Kinder schon mit 5 Skifahren, was auch riesen Kraftauswirkungen hat auf die Muskeln. Das heißt, man kann wirklich nicht genug früh anfangen, Krafttraining zu machen. Natürlich muss man sicherstellen, dass die Übungsausführung wirklich sauber ist, um das nochmals wieder zu wiederholen. Wichtiger Punkt. Ihr hört es von den Profis, wir haben nämlich schon mal zu diesem Thema ein Video gemacht, vielleicht hast du es gesehen, wo wir das angesprochen haben. Und ja, man kann schon früh beginnen, aber die Ausführung muss man ein bisschen sein. Und die Betreuung. Ja, von dem her, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet. Abonniert uns auch, bleibt am Ball und gebt Gas. Ciao. Tschüss.